Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde, und weiter geht's bei The Cup Part 3. Marsmenschen auf Erdlingsjagd. Es wird befeuchtet. Die Leute werden unruhig. Ich habe gehört, dass nach der Evakuierung. Ja? Einige Kinder verwildert sind und alle Erwachsenen gefressen haben. Nach all diesen Jahren ist es vielleicht das letzte menschenartige Wesen auf der Erde. Aber das Wichtigste ist. Wenn wir ihn fangen, winkt uns allen dreien eine Beförderung. Ich werde dann Sicherheitschef. Ich könnte das Forschungsteam leiten. Und wenn die Gesundheitsbehörde herausfindet, wie die Immunität funktioniert, können wir vielleicht sogar wieder die Erde besiedeln. Aber eins nach dem anderen, Carol. Auf zum Bahnhof. Also Freunde, die Leute machen immer noch Jagd auf uns. Uns Welpen, der vom Wölpen aufgezogen wurde. Nachdem die Erde nach einer Katastrophe, die Erde, nachdem die Menschen die Erde verlassen haben nach einer Katastrophe. Ja, und wir schauen mal, dass wir hier unseren Weg weiterhin finden, durch diesen Schrotthaufen namens Erde. Ach, guck mal, da oben ist noch was. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Oh. Da. Oh, ein Rübser. Okay. Ja, was machen wir mit dem Viech hier? Oh, eine Giraffe. Ja. Hier eigentlich nochmal lang. Komm ich da nicht hoch? Okay, dumm gelaufen. Ja, hier waren wir ja schon. Hier oben kann ich lang. Ah. Oh, guck mal, ist sie nicht süß. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwie Zähne fletscht. Oh. Oh. Oh, die haben ihn gefangen. Die werden auch mich fangen wollen. Ziel gesichtet! Ja, dieses Mädel. Okay, sie will mich, sie will mich, sie will mich, sie will mich, sie kriegt mich nicht. Ui. Wow. Okay, hier sind wir kurz sicher. Jetzt geht's weiter. Diese Bitch. Das ist fies. Es sieht schon cool aus, wie die da im Vorgrund ist. Und dann diese beruhigende Musik. Oh, und wieder Kokos im Wasser. Oh. Ui. Oh, das ist aber echt jetzt gerade rasant hier. Versuchen hier echt nach besten Möglichkeiten zu entkommen. Wenn wir nicht gerade frittiert, gefressen oder sonstiges werden. Okay. Und weiter. Höchste Konzentration. Ich habe ja ein bisschen Angst, jetzt hier unten lang zu laufen. Nicht, dass da irgendwie wieder ein Elch oder wie die Viecher heißen kommen. Nicht ein Elch, so ein. Diese Musik da noch im Hintergrund. In dieser bedrohlichen Situation gejagt zu werden. Oh, das ist aber. Oh. Das ist hier eine Hetzjagd. A friendly reminder, anyone attempting to opt out of their randomly assigned one. Nein, 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 sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich. Sie hat mich. Ah.
will be excluded from all club activities. Ich bin ja mal froh, dass man nicht irgendwie das halbe Level oder Level wiederholen muss. Okay, ich habe jetzt gedacht, ich wäre tot. War wahrscheinlich sogar so gedacht vom Spiel. Er muss ja. Als Militärzelt, was ist da? Schutz gegen Cyberspionage. Verteidigungsministerium mit Brieftaube mit Bioimplantaten. Alter Scheiß. Okay, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Und hoch, da. Ja. Er macht die Steuerung aber gerade nicht so mit, wie ich es gerne hätte. Okay. Einfach springen, nicht lenken. Wir sind hier, um zu denken, nicht um zu lenken. Einfach springen, springen. Und wir sind schon oben. Was ist jetzt los? Was hat er? Ja, hat zu früh gefreut, Kollege. Oh, was haben wir da oben Schönes? Und hinten steht sogar auf Deutsch, Hauptbahnhof. Das ist eine bewusste Übersetzung. Kennen wir ja von so, gerade so von Animationsfilmen, machen die heutzutage extra dann nochmal die Sachen auf Deutsch. Oh, jetzt kommt er auch noch, der Sicherheitschef, der unbedingt Sicherheitschef werden will. Okay, jetzt kommen wir jetzt ins Schleichpassagen. Okay, da werden wir wieder vorbrechen müssen. Oh, das Zeltlager und alles. Ich finde die Musikuntermalung, wie gesagt, einfach immer noch cool. Ah. Okay, einfach mal ein bisschen länger warten. Kommen wir hier auch sicher und safe vorbei. Hoffe ich jedenfalls. Da haben wir hier in diesem schönen Zelt ausharren. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Okay, hier sind wir, glaube ich, auch erstmal wieder safe. Da. Der ganze Vorstand von Alpha Will ist total gaga. Gestern wurden wir von den Rebellen angegriffen und wir haben unsere Bosse reagiert. Sie haben mich für einen Krisenmanagement-Workshop angemeldet. Geht's noch? Das ist kein PR-Problem. Wir haben Krieg, verdammt nochmal. Kann nicht so tun, als wäre es nochmal. Ich trete zurück mit sofortiger Wirkung. Und tschüss. Clara Reich, Verwaltungsratmitglied. Oh, schade, da oben wäre ich jetzt noch gerne weitergegangen. New Leaders, das Magazin über die Chefetagen in der Wirtschaft und Politik. In dieser Ausgabe wird der Vorstand von Alpha Will Transport vorgestellt, okay? Meine liebe Clara, ich habe das Magazin mit uns beiden auf dem Titelblatt in der Hand. Girl Bosses, was deinen Rücktritt betrifft, da stehe ich hinter dir. Du warst als Chefin von Alpha Bahn unvergleichlich. Was soll ich tun? Die Reederei von Alpha Will den korrupten Funktionären überlassen oder als nützliche Idiotin im Posten bleiben? Liebste Grüße, Julia Zitrone. Schade, da oben wäre ich jetzt noch gern gewesen. Ach, da kommen wir, glaube ich, nochmal hin. Sehr schön. Und wir haben wieder mal was gegessen. Hier unten, glaube ich, geht es nicht weiter. Wir werden da oben weitergehen müssen. Und, ja. Wieder eine Fahrt ins Ungewisse. Und hier ist echt düster. Halt, um was interagieren? Luxusobjekt im Bild. Aha. Ich gehe nochmal in der Richtung schauen. Was es hier noch so gibt. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Will ich gerade gar nicht. Verdammt. Ich gehe doch nochmal zurück. Tschüss. Aber hier ist nichts mehr, ne? Hm. Okay, dann muss ich doch dahin.
Ich finde es cool, die Musik hier im Untergrund ist ja weg, weil kein Empfang wohl. Ah, geh, 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 flieg weg, flieg weg, flieg weg. Ja, danke. Oh! Kurz erschreckt. War zu früh. Bisschen doof bin ich schon, ne? Overheated extraction fans, a potential. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Volunteering is mandatory. Scrubbing air filters or not, your tight beam to radio nostalgia from Mars. Let's enjoy a little rebel music from the good old days. Wir warten noch einen Moment. We bring a spiritual cut, not a thousand cuts. A caesura with bravura, we shine blazing light in all directions, not to be directionless. We're on fire. We're on fire. We carry the flame, not the Olympic torch. We are the light. And our weiß nicht, ob es Sinn macht, sich von der Tonne zu trennen. In the absence of fathers and toxic milk of mothers, we're not angry nor upset. We don't whine nor complain. Living for the causes, the secret sauce, because we are on fire. We're on fire. We are on fire. We fight for our life, overcome every struggle. Aber wir werden die Tonne doch noch brauchen. Living with virtuosity, our roots have buoyancy, word zero redundancy. It's not flexing, it's reflexing that will make the future chase the culture with pure desire, the hot red fire that will burn all sin, wipe the slate clean. Just as a flaming blaze, ushering in a new phase. We're on fire. Ich fang nie nochmal von vorne an. We're no Mowgli nor Oliver Twist, not a child nor a beast, beyond purity, beyond infantility. Oh, we're the embodiment of possibility. We don't buy aspirational nonsense, exchange God for Birkenciaga Benz. We just find it all very boring, such languishing life is daunting, our attitude goes beyond the mundane. We prefer something a bit more insane. You're transfixed by phones, called anything goes. We offer the answer to laissez-faire, like the butterfly, we got fluttering flair. Since you missed the opportunity to abort, the time is ripe for our retort. We live in a schetic distance. Oh, jetzt haben wir es aber, Freunde. Oh. I ran around Alphaville. Postapokalyptische Parcours, Freunde, und da sehen wir uns in der nächsten Folge von The Cup wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, meine lieben Freunde, und kann wieder nur sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da, schaut immer gerne weiter rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und nicht mal zu vergessen, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck.